Hallo, ist da jemand? Nun, mein Sohn, was hast du mir zu sagen? Also, Herr Pastor, wir waren gestern bei so einer Fundamentplatte für ein Einfamilienhaus im Önkelstieg und da kommt noch was nach. Sprich offen, der Teufel verführt uns im Detail. Ja nun, das war kurz nach der Mittagspause. Ich stehe so auf der Baustelle rum und denke auf einmal, ist doch schade um den vielen teuren Zement. Der reicht doch für 3 Häuser. Merkt doch kein Schwein. Und da habe ich das mal so ein bisschen sparsamer angemischt. Am Ende habe ich den gesehen, dass wir auch noch die Dampfsperre vergessen hatten. Aber da hatte die Mischung schon angezogen. Ja, aber soll ich das bloß deswegen wieder aufkloppen, was? So steht es geschrieben in den ewigen Sprüchen der Poliere. Ja, das sagen Sie so. Naja, heute Morgen kam denn der Bauherr an, mit Familie. Die leben seit einem Jahr in so einer kleinen Pension, weil sich ihr Neubau verzögert hatte und war nun ganz begeistert, dass das jetzt überhaupt mal losgeht. Und da tat mir das dann auch so ein bisschen leid. Auf einmal alles. Nein. Bereust du aufrichtig und von ganzem Herzen? Sicher, das ist ja auch teilweise ärgerlich, wenn... Zur Buße sollst du anrühren, 3 Kubikmeter Brückenbeton. Oha! Nur mit einem Schneebesen. Was? Das ist diese Woche aber schlecht. Das interessiert mich nicht. Dazu bete aus den allgemeinen Statikrichtlinien für Turnhallen die Verse 2 bis 14. Ja, guck, da ist mir gar nichts von bekannt. Und nun gehe hin, mein Sohn, und fusche hinfort nicht mehr. Oh, guck an, Mörtel Alfred wieder mal auf der Sünderbank. Na, no, Freiflug ins Fegefeuer. Ja, Udo, warte, Mann. Dich kriegt er auch noch an den Arsch mit deinen komischen Rechnungen. Entschuldigung, mal Kollegen hier, das ist ein Notfall, ich muss schnellstens da rein. Nix da. Schnell hat sich totgelaufen. Schön hinten anstellen. Der Himmel kann warten. Nun, mein Sohn, was führt dich zu mir? Fütig. Fernsehfütig. Die Beichte kennt keine Namen. Sie wissen doch, kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. So, so. Ihr sympathischer Hi-Fi-Partner in Höcklage. Ja, ja. Die Nummer 1, wenn es um schnellen, kompetenten Service geht. Ist das alles, was dir Qualen bereitet? Nein, also, das war so. Letzte Woche wurde ich von der alten Frau Dögen angerufen. Ich komm an und sie schon völlig von der Rolle. Ach, um 8 ist Vorsicht, Volksmusik. Und ich habe mich so darauf gefreut. Und jetzt das. Natürlich habe ich sofort gesehen, dass nur das Antennenkabel lose war. Aber dann musste ich auf einmal an den teuren Urlaub denken, den wir gebucht haben. Pfff. Ich habe der Dögen eine Bildröhre und einen Zeilentrafo aufgeschrieben und 2 Arbeitsstunden. Dabei habe ich die ganze Zeit hinter dem Fernseher Kreuzworträtsel gemacht. Grundgütiger. Und am Ende habe ich dann bloß das Kabel wieder reingeschrieben. Sehen Sie, Frau Dögen? Gerade noch so geschafft. Und dann hat sie mir auch noch 20 Euro Trinkgeld gegeben. Seitdem schlafe ich schlecht. Die war so glücklich wegen ihrer Volksmusik. Nun, selig sind die geistig Armen. Aber du, mein verlorenes Schaf, wirst zur Buße am heiligen Abend 150 Meter Erdkabel abisolieren. Was? Also so teuer war es ja nun auch wieder nicht. Mit einer Nagelschere. So führt dich genug geplaudert hier mal raus hier. Jetzt kommen ja auch mal die eiligen Sachen. Heizung, Sanitär Krökel, euer Effizienz. Die Sache ist dringend. Nun, dann entlaste deine Seele. Also, wir waren vorhin im Keller von diesem morschen Betkasten da am Schmöllerdamm, diese olle Johanneskathedrale. Hüte deine Zunge. Du sprichst von einem Weltkulturerbe aus dem 11. Jahrhundert. Sehen Sie? Und darum hatten wir für den alten Gasbrenner da auch kein neues Absperrventil gekriegt. Das wird für den Vogel gar nicht mehr hergestellt. Und dann haben wir einfach die alte Sicherungsmuffe mit einem Schlag Quetschpaste dazwischen gefiedelt. Bisschen Hanf ums Gewinde und dann ordentlich mit den Engländer angeknallt und fertig. Und beim Rausgehen denke ich noch, irgendwie riecht das doch nach Gas hier. Was? Aber was soll's? Eine nagelneue Heizungsanlage in so einem Altbau, oh Gott. Das rechnet sich nicht. Naja, jedenfalls wartet nicht so gut von mir. Aber was soll ich denn jetzt machen? Also bußtechnisch meine ich. Hallo? Keiner mehr da? Nanu? Hey, halt mal! Was soll das jetzt mit mir? Alle vergeben und vergessen oder was?